Hallo meine Lieben und herzlichen Glückwunsch für den tollen Applaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Knut Mattheisen. Mein Name ist Indica Man. Ist Blödsinn, aber ich habe am Wochenende einfach mal spaßenshalber auf Sky durchgeschalten und dachte so, naja, ist ja kein Formel 1. Oh, die machen ja auch Indica dieses Jahr. Ich glaube, ab dieses Jahr ist es. Und Long Beach, Indica. Und da dachte ich, ah, geil. Und es gibt ja mindestens mal zwei Simulationen, die mir so aus dem Stegreif einfallen, nämlich AMS2 und R-Factor 2, die beide sowohl Long Beach als auch die aktuellen Indycars anbieten, in AMS2 als Mod, die jetzt verboten ist oder wie auch immer. Das ist aber ein anderes Thema. Und ich habe heute vor, die zwei Sachen mal zu brettern und dann mal zum Schluss ein Fazit zu ziehen. Und dann wäre ich natürlich auch sehr interessiert an eurer Meinung, welche, ich sage mal, Darbietung in welcher Simulation euch denn besser gefallen hat und natürlich warum. Bekanntes Format, wir fangen mit R-Factor 2 an, fahren dort ein, ich sage jetzt mal, ich entscheide mich später zwischen 5 und 7 Runden, die sind ja relativ fix, also ich nicht, aber die Autos. Kurzes Qualifying, kurze Rennsession, 5 bis 7 Runden, erst R-Factor, dann AMS2, gleiche Wetterbedingungen, gleiche Gegneranzahl, gleiche KI-Stärke und da gucken wir mal zum Schluss, was dabei rauskam und was mir dann mehr Spaß gemacht hat und was auch für euch besser war zum Zusehen und was euch mehr unterhalten hat. Also, dann legen wir mal, sag ich mal, los, ja, meine Lieben. Let's go. Kleiner Applaus für den Knut. Der Applaus geht natürlich an euch, meine Lieben. Es ist soweit. Knut back im Cockpit im Indycar auf Long Beach. 8 Minuten Qualifying, maximal 3 Runden im Qualifying. Rennen 6 Runden, wie gesagt, 30 Autos insgesamt, 29 Gegner, weil ich auch noch mitfahre. Und dann wollen wir gar nicht so lange rumknetschen, sondern wir legen direkt los. Also herzlich willkommen hier im Cockpit des Indycar 23 von Jip Janassi. Wir sind im, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie was Rot-Weißes. So. Wir starten mal das Engine. Also nicht wundern. Die Indycars haben ein sogenanntes, also die haben nicht nur das Halo als Schutzmaßnahme, sondern auch dieses Shield, also diese, ja, plump gesagt, diese Frontscheibe aus wahrscheinlich ist das Plexiglas oder sonst was. Kunststoff auf jeden Fall. Wie früher in der DDR die Schwalben hatten, die so ein. Die Ossis unter uns wissen, was ich meine. Wobei die Non-Roller hatten das auch, glaube ich, ne? So, erster Eindruck hat ziemlich geil, übersichtlich, schön aufgeräumt, Grafik smooth und schick. Und das ist auch immer wieder, was meine Feststellung so in den ganzen R-Factor 2 Videos ist, wenn ich irgendwie neuen Content teste. Der neue Content, egal ob Strecke oder Auto, ist immer irgendwie sehr hochwertig von den Texturen. Oh, ich habe die Krini geläuzt. Mir fällt gerade auf. Ich habe den Crew Chief nicht an. Ach Gott, sieht das gut aus. Wollte mir jetzt Platz machen oder was? Oder war das ein Verteidigen? Also Long Beach, ganz schön bumpy. Also die haben wirklich hügelige Strecken in den USA, muss ich sagen. Ne? Siehe Sebring. Ich lasse mal ein bisschen Platz jetzt, weil ich brauche ja selbst auch ein bisschen Raum zum McLaren. So, jetzt aber. Anlauf. Ich
Auf geht's. Eine Runde haben wir dann noch als Versuch. Das spiegelt schon ziemlich geil das wieder, was ich so gestern im Fernsehen gesehen habe bei Sky. Und was die Amis natürlich richtig geil können, ist Spektakel, ne? Also Speck und auch Takel. Und ja, okay. Krieg also tatsächlich eine Strafe für dieses zu weit in der Pit-Ausfahrt fahren. Okay. Aber wenigstens eine halbwegs gute Zeit zum Platzieren. Oh, P3. Machen wir mal eine Runde drauf. Kriegt ja bestimmt noch eine Strafgezwirbelung. Da war er zu schnell, der kleine Hut. Und hier auch. Aber glücklicherweise ist mein Damage Scale sehr niedrig, möchte ich meinen. Bringt ja nichts, wenn ich euch hier kurzes, schnelles Video auf dem Stadtkurs präsentiere. Mit dem Indycar mir jede Kurve das Rad abbricht, das ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen hat sich der Knut für einen 30%igen Damage Scale entschieden. Letzte Runde, also. Und wieder verbaselt. Achso, die zählt gar nicht, weil. Ich hätte in die Box fahren müssen. Ich bin disqualifiziert, weil ich die vierte Runde angebrochen habe. Okay, Leute, dann ist das klar, wo ich starte, nämlich von ganz hinten auf Platz 30. Aber das soll uns nicht beängstigen. Wir werden das schon wechseln. Let's start the engine. Legen wir los. Hier im Cockpit mit. Für mich ist das kein rollender Start. Ich weiß ja, Formation. Die könnte man noch rein theoretisch. Und los geht's, meine Lieben. 6 Runden auf Long entsprechend Beach. Den niedrigen Damage Scale habe ich angesprochen schon, ne? Macht ja auch keinen Sinn, hier im Prinzip Otze mit Schaden auf dem Stadtkurs ungeübt rumzubrettern wie so ein Depp. Aber eins kann ich euch sagen. Kommt der denn jetzt her? Rektati. Oh, Push to Pass ist aktiv. Nur 45 Sekunden habe ich Puzzle to Parcel zur Verfügung. Weiß nicht, wer von euch Indycar guckt live jetzt. Ich weiß nicht, wer von euch Indycar verfolgt aktuell, aber es ist ja
so, dass es auch im IndyCar Push to Pass gibt. Der Power Button. Push the Button. Oh, vielleicht sollte ich nicht so viel singen. Auch hier fällt es mir wieder auf, Leute. Ich komme aus der absoluten Kurve raus. Lass mal kurz bauen. Und ich wams aufs Gas. Und der hat keinen Wheelspin. Gar nichts. Also was mir auffällt, wie verdammt geil diese Mod umgesetzt ist. Also Grafik. Auch die Strecke ist richtig gut. Push to pass. Bei KI, oh, weiß ich noch nicht. Also die zieht schon gut zu, auch die ganzen Ecken, wo es wichtig ist. Wäre mal interessant gewesen, wie er das gemacht hat mit dem spitzeren Winkel, aber okay. Also so gut mir die Umsetzung der Mod und auch die Strecke, die ist Wahnsinn, so gut wie mir das gefällt, ist es tatsächlich so, dass ich so bei der KI so denke. Guck mal, hier zum Beispiel ist sie super langsam. Wir machen mal kurz wieder Push to Pass. Okay, auf. Ein wenig das Schwitzen an. Oh, Schwitzi Schwatz, oh, Schwitzi Schwatz. Zwei Runden noch, Push to Pass ist am Laufen. Wir sind auf P11. Ziel ist es, in die 10er Gruppe reinzufahren. Also jetzt nicht mit dem Auffahrenfall, sondern. Ihr wisst schon. Nicht gereicht. Für einen kleinen Kreuzzug. Boah, zum Glück ist der Schaden. Ist der Schaden aus, Leute? Es tut mir leid, aber. Wenn du hier was reißen willst, musst du keinen Schaden haben. Okay, das passt nicht bei mir. Push to pass an. Voll den Bremsplatten, mein ganzes Lenkrad. Die Pritsche und Biegen. Ihr wisst schon. Absoluter Gewalt geht das nur hier, das ist Wahnsinn. Aber wir sind in den Top 10. Wenn ich. Boah, das Lenkrad, ihr müsstet das fühlen. Right side.
Komm. Einen machen wir noch. Platz 8. Jawohl. Oh. Ich rede mal Englisch, so wie es im Rennfahrer-Style so ist. Ich schwitze komplett. Das sind so Aktionen, wo ich die KI scheiße finde, ganz ehrlich, weil da ist kein Weg, wo man einfach vorbeifahren kann. Nicht mal als Behinderter, doch als Behinderter Knut vielleicht, aber ich sag jetzt einfach mal, ne? Selbst wenn ich es mit einer KI total übertreibe, mache ich solche Aktionen nicht, weil es einfach nur völlig unrealistisch ist. Und, naja. Aber das ist der erste Teil. Dann werden wir uns jetzt mal angucken, wie die KI in ARMS 2 performt. Wir machen die Cooldown-Lab noch rasch zu Ende. Ansonsten, wie gesagt, Grafik, Sound, Fahrphysik, Super Force Feedback. Gute hat sich jetzt auch mittlerweile standardmäßig sehr, sehr verbessert. Da ist es schon wieder, dieses KI-Verhalten. Sehr eigenartig. So, auf zur letzten Kurve. Und da knallt er mir nochmal rein. Und das ist, nee, also ehrlich gesagt nicht gut. Da gibt's Punktabzug in der B-Note, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir gehen in die Box zurück und genießen nochmal ganz kurz den wunderbaren Sound auch tatsächlich. Denn den Sound habe ich noch gar nicht erwähnt, meine Lieben. Und wir gehen zurück an die Buchse, haben das Rennen tatsächlich auf Platz 8 mit absoluten, ich sage jetzt mal, komischen Maßnahmen abgeschlossen. Aber die KI wird es uns hoffentlich verzeihen. Rennen 1 in A-Factor 2 zu Ende. Rundum begeistert, bis auf die KI. Ich sag mal, unsinnige Aggression in Kurven, wo keine Möglichkeiten sind. Ansonsten alles in allem, ich sag mal, wirklich 98% top-notch. Wir springen nach AMS 2 und gucken, was uns da erwartet. Also, ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Da sind wir schon. Zündung an. Start dran. Mittellimiter an, Kupplung, erster Gang. Passend schon rausgefahren. Ziemlich viele. Wir haben 10 Minuten Zeit. Mir fällt auf, auch in Automobilista 2 ist die Grafik ziemlich geil. Wer jetzt auf welchen Grafiktypen steht, ist, glaube ich, sehr individuell. Das ist einfach Geschmackssache. Was ich aber geil fand, auf der AMS-2-Strecke gibt es den klaren Hinweis, wo die Boxengasse aufhört. Okay. Aber das Fahrzeugverhalten, meine lieben Freunde, das ist ziemlich vergleichbar. Ziemlich. Bin ein bisschen schockiert. Positiv natürlich, klar. Auch das Beschleunigungsverhalten ist anscheinend bei einem Minicar so. Du kannst da voll. Anscheinend bin ich noch im Affektor, die KI ist irgendwie. Ja. Ich bin einfach zu langsam in der Kurve, ich weiß, aber hä? Ah, ein bisschen ruppiger ist das Auto hier in AMS 2. Was ich besser finde. Aber die Charakteristik von so einem Minicar, also wenn es die in A-Factor 2 war, ist dort komplett genauso transportiert in AMS 2. Das ist immer so ein bisschen das, was mich beeindruckt an Rennsimulationen. Ganz egal, wer jetzt was gut findet, aber wenn sich zwei Sachen so sehr gleich anfühlen,
dann ist das einfach ein gutes Zeichen und ein Kompliment an die jeweiligen Umsetzer. Ich denke, hier liegen auch die gleichen oder gleich aktuelle Laserscan-Daten zur Verfügung und ja. Okay, das war jetzt aber, ich denke nicht, dass das in der Realität wirklich funktioniert. War ziemlich kart-like. Also Ersteindruck, genau wie bei R-Factor 2. Supergeil. Jetzt kommt es wirklich, wie auch bei R-Factor 2, auf die KI. Kommt so ein bisschen drauf an, ne? Also, wie verhält sich die KI im Rennen? Das wird es wahrscheinlich entscheiden. Ich sagte es gerade schon, kleine Details sind hier und da besser. Hier ist die Boxenausfahrt sehr gut dargestellt. Ja, wem die Grafik jetzt besser in R-Factor 2 gefällt oder wem sie besser in Automobilista 2 gefällt, das ist alles subjektiv und reine Geschmackssache. Da gibt es kein falsch oder richtig. Das ist einfach so, wie man es findet. Das Auto verhält sich wirklich ganz super vergleichbar wie in R-Factor 2. Sag mal so. Ja, R-Factor 2 Indycars sind, glaube ich, ein bisschen aufgeregter, was das Fahrwerk betrifft. Also du merkst am Lenkrad sehr viel, also sehr viel Information über die Straße. Das geht ja alles ein bisschen verloren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das Force Feedback trotzdem sehr informativ. Und die Charakteristik des Fahrzeugs an sich geht überhaupt nicht verloren dadurch. So gut. Müssen wir jetzt versuchen, eine kleine, aber auch schnelle Runde hinzulettern. Mit reiten Keifen. .300 ist zu spät. Will ich nur hoffen, dass ich den die Runde wenigstens kaputt gemacht habe. Das wird vergleichbar mit R-Factor 2. Also von welchem Platz wir starten, wenn das so weitergeht. Wir haben noch 2 Minuten 40. Es ist alles, wie gesagt, bei mir Prinzip Otze technisch ausgelegt. Also, wer Prinzip Otze nicht kennt, Otze, O-T-S-E, ohne Training stets empor. Das ist jetzt hier nicht der Fall, denn obwohl ich jetzt hier ein ganz kleines bisschen Training fahre im Qualifying, ist das mit dem Emporkommen doch nicht so. So, Platz für eine Runde haben wir jetzt noch. Hier finde ich das Auto auf der Achse hinten glaubwürdiger, weil es da wirklich über verschiedene Buckel drüber geht und wenn du so ein steifes Fahrzeug da drüber buxierst zu schnell, was ich ja dauerhaft bin, einfach in der Kurve zumindest, dann passiert wohl das. Alex Palou hat die schnellste Runde gefahren. Wir kriegen noch eine.
4. Jetzt aber schon ziemlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Knut Mathiesen gratulieren, er ist auf Pol gefahren. Okay, aber das ist gar nicht so unknapp. Also KI ist gut gesettet. Sehr geil. Ziemlich internationales Feld. Auch in der Indica. Wir gehen ins Rennen, diesmal nicht von hinten, sondern von Pol. Pol entsprechend Sission. Let's have a look, wie ich den Start meistere. Englisch und Deutsch, was? Also, auf geht's. Wir übernehmen die Kontrolle auf die, ich sage mal, Formation Lab. Und das machen wir an erster Position. Wo sind die? Okay, soviel zum fliegenden Start, zum rollenden Start im AMS-2. Jetzt das Schneiden, sag ich mal. Wie gerade erwähnt. MS. Aber die sind an mir dran, Alter. Da kommst du nicht weg hier. Oh. Durch. Da vorne fuhr ein Auto, habt ihr es gesehen? Ja. Hat sich gerade ziemlich geil. Da könnte ich mir auch selbst mal Bescheid geben, dass ich hier nicht so viel bremsen soll. Ja, das ist nicht hier zu spät, aber du wisst, wie es ist, ne? Zweite Startgruppe oder was? Okay. Also die Rundenzeiten sind ziemlich identisch zu denen in R-Factor 2 übrigens. Nicht Hupe. Oh. Der hat doch blaue Flagge, oder? Dreckspatz, der.
Das war Kart Leikart. Ladkalk. Oh, ich sehe gerade, ERS gibt's. Oh ja. Geht es auch wieder auf Shop? Ach, das ist immer noch ein. Wie geht denn das aus? Tschüss, ERS. Naja. Aber Alex Padu ist ja. Nein, den Ball, den Fer. Ach, das lädt. Ja, juppie. Topspeed ist auch etwa ähnlich. Also falls ich irgendwie ins Mikrofon rein atme, stöhne, verzeiht's mir, das ist wirklich kraft- und konzentrationsaufwendig hier im IndyCar relativ. Halbwegs über die Runde zu boxieren. Aber den haben wir gratis. Wie gesagt, im Affektor 2 haben wir ebenfalls keinen Schaden konfiguriert gehabt. Wir haben ja immer einen mit. Der sich in Knuts Kopf befindet. Was kann ich das denn aktivieren hier? Verdammte Faxt. Ui, okay. Merkt eine klare Veränderung der Reifenqualität. Pass rauspolzen hier. Interessant, dass also auch hier das AI-Behavior, möchte ich es nennen. Er wird ja überrundet, also er könnte auch gerne mal blaue Flagge kriegen und einfach mal. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr Monaco-like. Also rein vom. Ja, so dieses Gefühl halt, ne? Also nein, das ist natürlich viel weitläufiger und schneller und alles, aber. Ihr wisst, was ich meine, ne? Schattkurs. Ja. Wisst ihr, worauf ich mich besonders freue? Dass ich wenigstens ein armes 2 hier ein vernünftiges, flüssiges, geil aussehendes Replay mit dazu spielen kann. Denn das geht in A-Factor 2 mit OBS. Warum auch immer, bei mir komplett nicht. Ja, statt Sisi, Pole Position, P1 im Rennen, sag ich mal. Nein, die KI war komplett zu schwach. Aber das sind so Sachen, die du halt über Otze, ne? Also mit der Ausübung von Otze nicht rausfindest. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass beide Sims mit genau dieser Paarung exakt gleich viel Spaß machen. Aber so richtig geil. Jetzt kann ich die KIs natürlich nicht wirklich fair vergleichen, weil ich glaube, dass ich die AMS-KI auf ihrem eigenen AMS-Wert zu schwach konfiguriert habe. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass die KI nicht so vollends abgedreht verteidigt hat. Was mir nicht so gut gefiel, ist, dass zum Beispiel blaue Flaggen oder so kein Thema sind. Also
Ansonsten, für mich ist es ein Fazit wert. Also, gib uns Fazit. Ja, meine Lieben, das ist an dieser Stelle tatsächlich sehr, sehr schwer, wenn man sich denn vornimmt, einen Sieger zu krönen, was ich mir tatsächlich nicht vorgenommen habe, denn ihr kennt meine Einstellung zu solchen Sachen. Ich bin da sehr, sehr neutral und jede Sim hat ihre Berechtigung, jede Meinung hat seine Berechtigung, solange sie keinen anderen beleidigt. Und genau in diesem Sinne und in diesem Spirit bewerte ich jetzt mein heutiges Erlebnis. Ich glaube, man muss wirklich Fan einer der beiden Sims sein, um sich für eine der beiden zu entscheiden. Wenn ich an der Stelle des wirklich sehr neutralen Sonntagsrennfahrers, der sich einfach an schönen Dingen ergötzt, und das hat nichts mit Mario Götze zu tun, dann ist es für mich 50-50. Es gibt hier klare Vor- und Nachteile und hier klare Vor- und Nachteile, die sich gegenseitig aufwiegen. Beide Grafiken top, man muss es mögen auf der einen oder auf der anderen Seite. Der eine sagt, Affector 2 sieht mir zu einfach aus. Ich sag's jetzt einfach mal. AMS2 sagt der andere, sieht mir zu spielemäßig aus. Also auch einfach gesagt. Ist nicht meine Meinung, nur um euch klar zu machen, was da für Unterschiede herrschen. Man muss wirklich Fanboy, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, Fanboy für eine Simulation sein, um sich für einen Part zu entscheiden. Ich entscheide mich für Simracing und Race Fun. Das hatte ich zu 100% in beiden Actions heute Abend. Ich denke, dass ich die KI-Performance nicht ganz fair vergleichen kann, weil ich der Meinung bin, dass ich die AMS2-KI zu slow konfiguriert hatte. Der Zahlenwert war der gleiche wie in Affector 2, aber sie war eben weitaus nicht so performant, sage ich mal, wie die in Affector 2. Affector 2 war auch nicht nur performant, sondern auch ein bisschen, ich sag mal, spritzig, respektive rotzfrech, also in Stellen reingestochen, wo es eigentlich keine gab. Auch nicht so super. Ne? Wer IndyCar, richtig geil IndyCar fahren will, findet sowohl in Affector 2 als auch in Automobilista 2 sein absolutes Heil und wird sehr, sehr viel Spaß haben. Sehr, sehr viel Spaß haben werden wir auch im nächsten Video. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns genau in diesem und deshalb wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Tag und aber auch Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Knut verabschiedet sich an der Stelle und sagt ciao, tschüss, goodbye, servus und adiöse, piep, böse.